In den Feldschlachten genommen worden, weil sie waren leicht zu montieren, hatten durch den langen Lauf eine angenehme Reichweite und mit denen konnte man schon etwas zielen. Zum besseren Handhaben wurden sie auf drei Beine gestellt. Dann wurde anvisiert und geschossen. Zündkraut. Ansonsten tatsächlich um die 50, 60 Feute hat man also gebraucht. Und da das natürlich sehr teuer war, das Ganze, deswegen waren die Bücher auch selten. Außerdem wurden die ja alle per Hand geschrieben. Ja, du wisst ja selber, wenn man per Hand schreibt, wie lange das dauert. Und deswegen waren die extrem teuer. So, dort sind noch Plätze frei. Wenn ihr noch ein Stückchen zusammenbringt, dann sind noch zwei Plätze. Und die kürzeren können sich auch noch vorne hinsetzen, also nur noch zwei. So. Ja, setzt euch ruhig. So, das also die Vorrede. Ja, wir sind also schon fast so weit. Und ja. Haben der Elben noch solche Menschen gesammelt? Ja. Haben Sie daraus eine Auswahl getroffen? Weiß man das da irgendwie? Sie werden ja wahrscheinlich anders sein. Ja, die Brüder Grimm haben im Wesentlichen mündlich die Überlieferungen gesammelt. Die sind also tatsächlich rumgezogen, die haben ja im Kasseler Raum vor allen Dingen, aber auch woanders, sind dann rumgezogen, haben dann gefragt in den Wörtern, ob noch jemand Altes ist, der noch die alten Geschichten kennt, und haben sich die dann erzählen lassen. Und man kann also auch feststellen, es gibt verschiedene Geschichten, gibt es in verschiedenen Ecken etwas anders erzählt. Es gibt zum Beispiel ein slawisches Märchen, das ist so Südpolen, Tschechoslowakei, also Tschechien, Slowakei mittlerweile, und so erzählt worden, das ist die Salzprinzessin. Und dieses
Märchen dieser Geschichte haben die Brüder Grimm auch aufgeschrieben, allerdings eben in einer anderen Ecke und da verläuft es ein ganz kleines bisschen anders. Es gibt auch drei Schwestern und einen Prinzen, aber ein bisschen anders. Hier vorne sind noch zwei Plätze für Kleine, wenn ihr wollt. Ja, wenn ihr euch gleich und da ist auch noch für Erwachsene. Ja, wenn ihr wollt. So. Es gibt auch Geschichten, zum Beispiel der Jakob Grimm hat aufgeschrieben und übertragen eine Geschichte, die kommt aus Belgien, ist aufgeschrieben worden, die hat in Latein.